Wenn auch du bei dem Wort Fremdhundebegegnung schon Bauchschmerzen bekommst und denkst, heilige Maria, darauf habe ich gar keinen Bock, weil es nämlich eine Horrorvorstellung für dich ist. Und du würdest ganz gerne mal wissen, warum ist das eigentlich so? Was kann ich denn eigentlich überhaupt erstmal tun, damit das überhaupt erstmal aufhört, sich so zu fühlen? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Hi, ich bin der Steve Kaya vom Hundeparadies Harz und Experte für Rudelverhalten. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Falls du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, da unten wieder draufklicken. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Video mal liked, teilt, Freunden davon erzählt, folgt uns auf Instagram, Facebook, da haben wir auch noch ganz viel Input für euch. Vielen Dank, dass du immer wieder montags einschaltest. So, ja, eins der spannendsten und eigentlich, ich würde sagen, auch der häufigsten Themen überhaupt im Hundetraining oder im Zusammenleben mit Menschen, Hundbeziehung oder einer Gruppe, ist eigentlich die Fremdhundebegegnung. Ich glaube, da haben die meisten Menschen tatsächlich Bauchschmerzen und Probleme. Und genau dieses Thema möchte ich heute ein wenig mal mit euch unter die Lupe nehmen, weil das unheimlich komplexes. Da gibt es einfach keinen pauschalen Ansatz. Und was ich erreichen möchte, ist, dass ihr vielleicht grundsätzlich erstmal versteht, was alles so die Ursachen da sein können und vor allen Dingen, was ihr vielleicht für eine Rolle da spielt. Ich weiß, dass draußen Menschen unheimlich viele Probleme damit haben, aber gar nicht manchmal wissen, was sie eigentlich noch machen sollen. Sie sind von Hundeschule zu Hundeschule gegangen, haben viele Tipps sich eingeholt, haben Bücher gelesen, Facebook-Gruppen. Und das Wichtigste ist ja auch zu verstehen, dass das ja auch alles erstmal grundsätzlich gar nicht falsch ist. Ne? Aber es ist meistens nicht zielführend, weil niemand dich und deinen Hund oder deinen Rudel mal von außen richtig betrachtet, sondern du versuchst immer alles alleine. Ja? Das ist ein großes Problem, alles immer alleine zu versuchen, das geht oft nicht. Und wenn man sich nur mal einen schnellen Tipp irgendwo holt, das funktioniert nicht. Du brauchst Wochen, Monate, manche Menschen sogar Jahre, um, ich sag jetzt mal, festgefahrene Verhaltensweisen tatsächlich nachhaltig auch zu ändern. Das muss mal in euren Köpfen rein. Okay? Nichtsdestotrotz machen wir nur noch nachhaltig lange Trainings. Ganz einfach, weil dieses ganze kurze mal ein bisschen Input, das reicht einfach nicht aus. Psychologisch alleine schon nicht. Frag doch mal einen Psychologen da draußen, wenn er eine Charaktereinschätzung eines Menschen machen muss, wie lange das dauert, wie viele Monate. Und der kann mit einem Menschen reden. Ja, der kann Antworten geben. Ob das nun stimmt oder nicht, ist erstmal egal. Wir müssen unsere Hunde auch erstmal lernen zu lesen, lernen zu verstehen, lernen Ursachen zu erkennen und nicht nur die Symptome. Das ist eigentlich erstmal die Hauptaufgabe, um sich am Thema Fremdhundebegegnung überhaupt ranzutrauen. Da brauche ich erstmal ein Fundament. Ich brauche ein gottverdammtes Fundament. Erstmal brauche ich einen entspannten Hund. Dann brauche ich eine Aufmerksamkeit. Der Rückruf sollte sitzen. Ne? Eine generelle Kooperation muss doch erstmal da sein, bevor ich überhaupt in den Konflikt gehe. Das ist das Problem. Natürlich kann ich jetzt hinkommen und einen Druck drauf machen und in die Fremdhundebegegnung gehen und 40 Mal an den Hund vorbeigehen, dann wird das schon funktionieren. Aber das ist nicht nachhaltig, das ist nicht Alltag. Es ist nicht Alltag und das muss mal da oben rein. So, was haben wir denn für Ursachen, dass die Fremdhundbegegnung anstrengend ist? Also wenn ich sage, dass die Fremdhundbegegnung anstrengend ist, dann meine ich einen Hund, der voll in die Leine scheppert, bellt, fiebt, dreht, ausrastet, seinen Menschen nicht mehr zuhört, wenn es eine Gruppe ist, in anderen sich umdreht und seinen Frust ablässt, in den Menschen reinbeißt, dauerhaft nervös an der Leine zieht wie so ein Gestörter und halt wirklich ausrastet, wenn er Hunde sieht. Ich rede jetzt nicht von den Hunden, die generell einfach mal erstmal ein bisschen aufgeregt sind, weil sie einen Hund sehen. Aber dafür gibt es unheimlich viele Ursachen. Grundsätzlich erstmal einfach, er hat es gelernt. Gelernt durch schlechte Erfahrung oder durch positive Erfahrung und dauerhafter Wiederholung, dass er an der Leine zieht und wenn ein Hund kommt, Spektakel macht. Er hat es einfach erstmal gelernt. Punkt. Dann, wo fängt es denn meistens an? In der Welpenspielstunde, in der Jugendhundgruppe.
sich von Anfang an mit Freunden und anderen Hunden treffen, wenn sie da nur eins gelernt haben, und zwar spielen, 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 im Kreis drehen, den ganzen Tag wie wild seinen Trieben folgen. Und na, ist doch klar, wenn er dann irgendwann draußen, wenn er erwachsen ist, an der Leine ist und nicht über die Straße rennen kann, dass er dann Frust schiebt. Oder dass er, wenn er einen Hund sieht und sein Körper ihm sagt, oh, ich spiele immer mit Hunden, und ihr kennt den aber gar nicht, der da drüben hat vielleicht gar keine Lust, und ihr müsst an den vorbeigehen, ist doch logisch, dass er dann Frust schiebt. Weil er immer gelernt hat, spielen, spielen, spielen. Deswegen ist die Grundvoraussetzung erstmal, wenn ich meinen Hund mit anderen Hunden zusammenbringe, dass die erstmal lernen, bleib mal locker. Okay? Und genau dasselbe ist, wenn die Hunde schlechte Erfahrungen in einer Welpengruppe, Junghundgruppe gemacht haben. Dann muss er durch. Ja, nun schieb ihn mal weg von dir. Das machen die schon unter sich aus. Das ist Schwachsinn. Das machen sie eben nicht. Das Einzige, was der Hund da lernt, wenn er, ich sag jetzt mal, gemobbt wird, ja, dass der Mensch keine Ahnung hat und dass Hunde Kacke sind. Na klar, sagt er irgendwann, wenn er erwachsen ist, da habe ich keinen Bock drauf. Geh weg hier. Und dann greift wieder dieser sogenannte Postboteneffekt. Artgenosse kommt, ich mache Spektakel, weil ich ihm sagen will, ich habe keinen Bock auf dich, und der geht. Na klar, das lohnt sich doch. Es macht doch Sinn vom Lernverhalten. So wie mit dem Postboten. Der Postbote kommt, schmeißt rein, Hund kommt hin. Postbote haut ab, Hund denkt, super, ich muss nur hinrennen, bellen, der Postbote haut ab. Euer Vierbein hat keine Ahnung, dass der Postbote, dass das denen sein Job ist. Ja, euer Vierbein hat keine Ahnung, dass der Fremdhund auch nur spazieren geht und vorbeigeht. Der glaubt mit seinem Spektakel, das hat was genützt. Genetik spielt eine unheimlich starke Rolle. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, was sie an der Leine haben. Ja, holen sich einen Herdenschutzhund, weil der aussieht wie ein Knäuel, ein schönes Plüschtier, und wundern sich nachher, dass der mit 2, 3, 4 Jahren durch sein Territorium streift oder auf seinem Grundstück alles niedermetzelt, was da überhaupt noch laufen kann. Ja, das hat was mit Territorialverhalten zu tun. Oder Hunde, die jagdlich ambitioniert völlig gaga sind im Kopf. Da spielen Instinkte eine Rolle. Sexual motiviertes Verhalten. Keiner da draußen macht sich mal so richtig Gedanken, in was für einen Lebenszyklus bewegt sich denn mein Vierbeiner. Ja, die Pubertät ist nicht in 3 Wochen zu Ende. Das geht Jahre bei vielen Hunden. Und natürlich, wenn er sexual motiviert ist und ich keine Ahnung habe, was das ist, an welchen Punkten ich das erkennen kann und ihn permanent allein in dieser sexualen Welt lasse. Na klar, sagt er in seinem Territorium anderen Rüden, wenn er erkennt, da kommt ein Kontrahent, sagt er dem, hau ab hier. Okay? Ganz einfach. Das ist wichtig zu verstehen. Da kann man nämlich Einfluss drauf nehmen. Und nicht mit einem Stachelhalsband oder Wecke auf den Kopf hauen oder Schelle schmeißen oder in den Hund reinrammeln. Nein, das kann man viel, viel früher machen. Viel, viel früher. Wenn man sich nur die Mühe macht, mal zuzuhören und viele Sachen und Verhaltensweisen nochmal zu erkennen. Dann kann man nämlich auch viel früher was ändern. Ist wirklich so. Es ist so. Das Problem ist nur, das dauert ein bisschen. Ja, es gibt keine schnelle Lösung. Wenn du eine schnelle Lösung willst, klar, da gibt es genug. Ja, da wirst du mal richtig sagen, was los ist. Peng, peng, Druffwecke. Oder den ganzen Tag Liebe, Liebe, Liebe. Mann, das funktioniert nicht. Nicht nachhaltig. Okay? Was gibt es noch so für Ursachen? Klar, Pubertät hatte ich eben schon so gesagt, also diese Lebenszyklen. Aber was in der Zeit oft passiert, ist dann auch so diese Isolation. So in Klammern, ne? Also einfach keine Erfahrung mit Hunden sammeln. Weil auch das ist nicht richtig. Natürlich müssen Hunde mit Hunden irgendwie Zeit verbringen. Ja? Aber wenn sie gar keine Erfahrung haben, dann können die irgendwann damit auch nicht mehr umgehen. Eine andere Ursache ist auch absolut mangelnde Führung. Ja? An Liebe hapert es nie. An Zuneigung hapert es so gut wie nie. Aber an mangelnder Führung, daran fehlt es ganz oft. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie dominant durchs Leben rennen. Das ist Bullshit. Es braucht kein Schwein. Führung bedeutet einfach, Regeln zu haben, Strukturen zu haben. Ja, ganz einfach, man Alltag zu planen, gewisse Grenzen zu setzen. Und das kann man alles vernünftig machen. Da muss man nicht irgendwie hier der Herr... keine Ahnung, ich könnte mich da aufregen drüber. Da muss man kein Herrscher sein und dominant und sich richtig durchsetzen. Nein, nein. Man muss einfach nur mal sagen, bis hierhin und nicht weiter.
nur das ist okay, das ist blöd, jetzt machen wir es so, jetzt machen wir es so, jetzt machen wir es so, ne? Von A nach B, von B nach C, von C nach D. Da muss ich ein bisschen was über Körpersprache lernen, wie sieht denn das aus, wenn man als Mensch ein bisschen führt, ne? Und dann kommen immer ganz viele Menschen, ah, das kann ich nicht. Doch, kann man. Man kann alles lernen. Du kannst tanzen lernen. Natürlich wirst du jetzt kein Superstar. Aber trotzdem kannst du Einfluss darauf nehmen, ob deine Schultern mal oben sind, ob du mal einen Gang schneller gehst, ob du deinen Hund mal frühzeitig sagst, oh, da drüben kommt ein Artgenosse, komm mal bitte auf die andere Seite. Das kann jeder lernen. Man braucht nur jemanden, der wirklich immer mal wieder da drüber guckt und dir mentale Stärke gibt, dir einen Plan gibt von A nach B. Das ist wirklich so. Noch eine andere Ursache ist, wenn du eine Mehrhundehaltung hast, ne? Gruppendynamiken. Der am lautesten meistens ist, der am meisten Terror macht, das ist meistens gar nicht der die Geschichte auslöst, sondern irgendein anderer in deiner Gruppe, der still kommunikationstechnisch Signale sendet, sich ein bisschen aufplustert, ne? Und seinen kleinen Soldaten sagt, geh du mal hin da, der ist kacke. Ja? Das muss man auch erstmal wissen, verstehen und beobachten können. Deswegen muss es auch immer Analysephasen geben. Das geht nicht, was jahrelang Kacke ist, dass ich da eine schnelle Lösung finde. Es gibt eine schnelle Lösung, aber die nachhaltig umzusetzen und an dem Ergebnis festzuhalten, das ist die große Kunst. Es gibt noch so viele andere Ursachen, natürlich Schmerzen, zu wenig Schlaf. Ja? Ganz einfach, ich sage jetzt mal, manchmal parallel noch dazu, die Ressource Mensch, sage ich jetzt mal. Wenn ich den ganzen Tag als Mensch so wichtig bin und Leckerlis mit habe, Spielzeug und so, dann lohnt sich das ja auch dem anderen zu sagen, hau ab hier, ja, mein Mensch ist wichtig, der hat hier 1000 Leckerlis und Spielzeug mit. Ach, es gibt so viele Ursachen noch, Gründe dafür, warum das so ist. So, aber was hilft dir denn jetzt erstmal grundsätzlich? Ganz einfach erstmal sich dessen bewusst sein, warum tut mein Hund das eigentlich? Die Motivation, die Beweggründe, den Kontext im Hintergrund. Dann musst du lernen zu erkennen, wie lernen Hunde denn eigentlich und wie läuft das so mit der Raumverteilung draußen? Du musst erstmal dich vernünftig draußen bewegen mit deinem Hund. Du solltest dich als erstes fragen, wie oft hat mein Hund Freiheit und spielt den ganzen Tag wie irre mit Artgenossen? Ja, dann musst du gucken, erziehst du deinen Hund eigentlich nur oder liebst du ihn nur? Ja, das ist auch ein Problem. Liebe, Zuneigung ist wichtig, aber es ist nicht alles in einer Erziehung und in einer Beziehung. Es muss Reibungspunkte geben, es muss Eckpfeiler geben, es muss Strukturen geben. Es geht nicht anders. Du musst draußen anfangen zu führen und vor allen Dingen clever zu denken. Manche Menschen sehe ich, die haben einen riesen Herdenschutzhund, der von 100 Metern schon den Artgenossen geradeaus fixiert und die Leute gehen immer noch weiter drauf, immer noch frontal drauf zu. Hunde können damit nicht umgehen, das ist ganz einfach so. Es ist viel zu viel verlangt, wenn ich irgendwo auf der Parkbank sitze, mein Hund liegt vor mir und da kommt jemand mit dem Hund an der Flexileine vorne weg und rammelt da rein. Das ist doch logisch, dass das voll nach hinten losgeht. Wirklich jetzt, das ist logisch. Ich kann die Hunde da verstehen. Da muss man mal am Bogen gehen. Da muss man mal ein bisschen Abstand halten. Da muss man mal körpersprachlich signalisieren, ich will gerade mit euch einfach keinen Kontakt haben. Ich mache einen Bogen, ich gehe schneller, mein Blick, meine Schultern sind alles weg. So muss man erstmal anfangen und nicht dann 5 Minuten stehen und sitzen und fein, ist nur ein Hund und alles gut. Ja, natürlich gibt es viele Menschen da draußen, bei denen das vielleicht funktioniert. Ist ja okay, aber nicht bei jedem. Ja, so mit anderen Menschen. Da erkläre ich euch mal was. Kommt mal mit. Es gibt ja dann immer noch die coolen Menschen da draußen, die dann so diese Pauschaltipps mitgeben und dich dann eigentlich noch viel, viel mehr verunsichern. Ne? Und die meinen es ja nicht schlecht. Ne? Die meinen es ja wirklich nicht schlecht. Sie wissen es aber einfach nur nicht besser. So, und jetzt erkläre ich dir auch, warum das einfach so ist. Ja? Hier bist du jetzt. Du. Mit deinem Problem, dein Artgenosse, der ausrastet bei fremden Hunden. So, jetzt sagst du immer, oh, ich kenne da einen, ja, der hat einen guten deutschen Schäferhund, ja, wir nennen ihn jetzt einfach mal, was weiß ich hier, Pascal. Pascal hat einen Schäferhund und ist alte Schule. Ja, also so wie das früher war, da wird nicht lange gefackelt, da gibt's mal weg und ruft da, so, Stachelhalsband, zack. Musst mal richtig über den Hundeplatz mit denen scheppern und dann funktioniert das schon. Ja, pass mal auf.
Der hat einen deutschen Schäferhund, mit dem funktioniert das auf dem Platz auch gut, aber der geht so gut wie nie in eine Stadt oder sonst irgendwas. Weißt du, wie ich meine? Das funktioniert auf einem Hundeplatz, aber draußen im Alltag nicht. Und jetzt kommen bestimmt wieder alle, hey, das stimmt gar nicht, ich kann das. Ja doch, beruhige dich doch mal. Ich rede nur pauschal, ich meine jetzt nicht dich. Du kannst das vielleicht, alles gut. Es hilft aber ihm nicht, weil du einen Vorzeigehund hast. Okay? Hier ist vielleicht eine Familie mit zwei Kindern, die einen jungen Hund haben, die 8 Stunden arbeiten gehen. Ah ja, dann musst du dir keinen Hund anschaffen. Ja, super. Er ist jetzt aber da. Hilft auch keinem. Ja? Also das heißt, die gute alte Schule läuft über den Hundeplatz. Alles toll. Nur im Alltag können die auch nicht rumrammeln. Viele können es. Bleibt ruhig. Ich weiß es. Viele können es. Alles gut, ja. Aber du kannst dich mit dem nicht vergleichen. So, jetzt kommt der nächste Experte um die Ecke, ja. Und die Tierschutzmami, ja, die hat 3 Auslandshunde. Und alles hat sie nur mit Liebe, Zeit und Geduld gemacht. Auch das musst du einfach nur tun und dann wird alles in Ordnung. Alter, nee, wird's nicht. Hier muss jemand drüber gucken. Hier muss jemand analytisch mal drüber gucken, weil du Glück hast. Ja, Glück, Glück. 3 Auslandshunde. Und jetzt kommen sie alle wieder. Nein, ich habe schon 40 Jahre Hunde, immer Ausland, die sind alle lieb. Ja, das ist aber deine Blase. Wenn ich jetzt 10 Leute zu dir schicke, die mal deinen Alltag analysieren, die werden dir erklären, dass das eine Katastrophe ist, weil du auch bloß auf den Acker fährst und nicht durch die Stadt gehst, weil deine Hunde kreuz und quer rumrennen und Spektakel machen. Okay? Es geht eben nicht alles mit Liebe, Zeit und Geduld. Nein, ab und an muss man auch Strukturen und ein bisschen was umsetzen. Muss man noch mal ein bisschen wirklich trainieren. Mal wirklich trainieren. Wiederholung, das kapiert keiner. Den ganzen Tag mal etwas umsetzen. Wiederholung, warum versteht das denn keiner? Das ist die große Kunst. Wenn man weiß, wie man von A nach B kommt, das machen wir richtig gut. Von A nach B kommen, von B nach C kommen, aber das ist die Kunst. Das Ergebnis kann ich relativ 8 Wochen, 12 Wochen, ein halbes Jahr liefern. Aber ein Leben lang daran festzuhalten, das ist die hohe Kunst. Und wenn du da jetzt auch Hilfe brauchst, gehst du jetzt auf steve-ke.de, bewirbst dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch und dann telefonieren wir ganz einfach mal und schauen, ob wir in irgendeiner Form zusammenpassen und eventuell zusammenarbeiten. So, ja, das, ach Mann, hilft auch nicht. Deine Blase. So, der hat einen Tipp. So, jetzt kommen die, was weiß ich, den ganzen Tag irgendwas davon erzählen. Nonverbal. Du musst nur nonverbal mit deinem Hund arbeiten. Nur Körpersprache. Ja, klar. Ja, wieder so ein Tipp. So, dann kommen die Analytiker. Ja, die 8 Monate lang dir irgendwas erzählen, das ist bestimmt das, wir müssen noch mal was. So, dann kommt der Nächste, der dir dann sagt, keine Ahnung, desensibilisieren, ja, was gut ist. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist, ja, aber 3 Jahre lang mit dir desensibilisieren, alles nett machen, nur mit Keksen arbeiten, so, ne, das funktioniert ja auch, sagt ja keiner, alles funktioniert. Das kann funktionieren. Ja, kann es. Nur hier, er hat ein Riesenproblem. Das ist jetzt ein Pauschaltipp, hier ist ein Pauschaltipp. Und jetzt müsst ihr eins verstehen. Jeder hier wohnt in seiner Blase. Das ist wie bei Facebook der Newsfeed. Das sieht bei jedem Menschen anders aus, weil jeder Mensch andere Interessen hat. Ja? Der Pascal, der auf dem Hundeplatz den ganzen Tag rumrennt und sich ausschließlich mit Begleit- und Schutzhund beschäftigt, der lebt da in seiner Welt. Ist ja auch okay. Der Analytiker, der den ganzen Tag wissenschaftliche Studien liest, der lebt auch in seiner Welt. Alles gut. Ja, der den ganzen Tag nett ist zu den Hunden, alles desensibilisiert und keine Konflikte eingeht, alles, was falsch ist, ignoriert und alles, was richtig ist, bestätigt. Ja, das kann funktionieren. Ja, ist okay, ist deine Welt. So, der Nonverbale, der den ganzen Tag so durch die Gegend rennen. Funktioniert auch. Und die den ganzen Tag Liebe, Zeit, Geduld, alles gut. Ja, funktioniert auch. Nur er hier oder sie, ja, hat jetzt 1000 Tipps und weiß überhaupt nicht, was los ist. Ja, Chaos im Kopf. So.
Und jetzt braucht man mal einmal im Leben jemanden, der einen vielleicht mal ein paar Monate begleitet, der das versteht, das versteht, das versteht, das versteht, das versteht. Ja? Und das nennt man dann Coach oder Trainer, der einen begleitet, einen analysiert, dir alle Sachen erklären kann und dann guckt, wer du bist, mit deinem Hund bist, ja? Dir ein Fundament mitgibt. Ja, Fundament, weil ich mich so aufrege. Fundament mitgibt, dir Ergebnisse liefert und dir dann aber auch klar macht, dass es Berg- und Talfahrten gibt. Und wieder, es gibt keine schnelle Lösung, Gottverdammt nochmal, sie gibt es nicht. Ja, und alles das, was du, weil ich mich so aufrege, und alles das, was du im Fernsehen siehst oder von irgendwelchen Facebook-Terroristen da rein geschrieben ist, du musst nur das machen, dann funktioniert das schon. Ja, klar. So, ich danke euch trotzdem, dass ihr einfach erstmal zugehört habt. Ich weiß, viele wollen jetzt wieder Praxis sehen. Ich kann euch keine Praxis zeigen in einer Fremdhundebegegnung. Was soll ich denn euch da zeigen? Wie man Wasser spritzt, eine Schelle drauf schmeißt. Das ist Bullshit. Das hier ist erstmal wichtig zu verstehen. Fundament. Mal jemand drüber gucken lassen vernünftig. Wie gesagt, es ist anstrengend. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken und wir hören uns nochmal eine Meinung an von einem unserer Coaching-Teilnehmer. Richtig gut finde ich jetzt diese Regelmäßigkeit mittwochs abends, weil ich dann weiß, Struktur, ich kann mich austauschen und ich nehme auch für mich persönlich ganz viel aus diesen Gesprächen, die mit den anderen dort letztendlich stattfinden, mit. Ich finde es einfach gut, dass es abwechslungsreich ist. Wir haben uns mit einem Problem an dich gewandt. Und im Endeffekt kriegen wir jetzt das Problem erklärt, aber auch noch das ganze Außenrum, was jetzt noch alles ist. Ich finde es gut, dass du auch auf uns eingehst und nicht nur auf die Hunde. Ja. Weil ich würde mal sagen, wenn du jetzt nur auf die Hunde eingehen würdest und wir würden dann im Endeffekt die ganze Zeit immer nur ja, auf den Hund, wir würden es ja selber gar nicht richtig verstehen, wenn du jetzt nicht auf uns eingehen würdest. Was hattet ihr so in dem Moment für so Aha-Effekte? Wenn man den Hund eigentlich gar nicht richtig verstanden hat, wie die Kommunikation an sich auch funktioniert und dass eigentlich die Probleme, wo wir gedacht haben, dass wir welche haben, eigentlich nur Kleinigkeiten in dem Moment sind, weil wir die Hunde nicht verstehen. Ruhezonen sind. Das merkt man, oder? Ja, wie viel entspannter das ist, ne? Und auch so dieses körpersprachliche. Ich finde es einfach nur gut, weil es wird halt jetzt wirklich aufgezeigt, dass man noch mehr machen kann. Kann man damit Sachen umsetzen und lösen? Ja. Ja, eindeutig. Ja, okay. Weil das ist nämlich immer ein Punkt, wo ganz viele sagen, wenn das gehen geht nicht, will ich nicht. Mhm. Nee, es ist auch, wenn du so überlegst, sinnvoller. Weil wenn du es über digitale Medien hast, du kannst es dir immer wieder anschauen, wenn du es nicht verstanden hast.